verraten. Ich hab Hunger. Ruhe im Gerichtssaal, sonst zahlen Sie nochmal 1500. Körperverletzung. Maul. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Flucht. So, jetzt zahlen Sie 1500 an den Staat. Es reicht jetzt langsam. Halt dein Maul. Taylor. Wie redest du eigentlich? Ja. 1500 an den Staat. Und seien Sie jetzt endlich mal ruhig und hören sich das an, was er als Staatsanwalt zu sagen hat. Ansonsten packen wir sie lebenslänglich ins Gefängnis. Wollen sie das? Wollen sie lebenslänglich ins Gefängnis? Nicht um. Wollen sie lebenslänglich? Jetzt bleiben sie ruhig. Ah, ich weiß darum, Malte. Halt dein Maul. Malte. Ja? Ich weiß darum. Ey, der Herr Angeklagte ist richtig frech. Und deshalb hast du das nicht mehr gesehen. Weiter. Mann, sei doch mal jetzt ruhig hier! Wegen Sachbeschädigung am Auto bis auf die Altschule. Körperverletzung. Ich bringe dich um. Ich komm da jetzt hin. Wo ist? Dein Maul. 2000 an den Staat. Sie zahlen jetzt 2000 an den Staat. Ich flipp aus. Der Herr, Sie zahlen jetzt 2000. Wenn Sie nochmal den Gerichtsprozess hier unterbrechen, zahlen Sie 5000 an den Staat. Wenn du in der Gerichtsverhandlung bist, würdest du offen respektlos sein. Damit ist es ein bisschen realistischer. Nee, ich juck mich nicht. So, wenn sie jetzt nicht ruhig sind, zahlen sie 5000 an den Staat. Ganz einfach. Das ist ein Schnauz. Kein. Letzte Verwarnung. Ich weiß mir die Pieper. Gleich wird's schön. Herr Staatsanwalt, fahren Sie fort, bitte. Ich kann dann jetzt nochmal zum letzten Mal an. Halt deine Fresse, ich muss essen. Alter Tarkan, du kriegst gleich einen Warn dafür. Dafür solltest du schon Warn kriegen. Trittst du sogar Taylor in seinem... Dann trittst du sogar Taylor in seinem sein Owner-Outfit. Alter, du bist ziemlich gerade respektlos dem Server-Team gegenüber, ne? Ja. Dafür muss man ihn eigentlich zwei Warn schon geben. Ja. Das war auch falsch bei dir. Er war gestern auch schon so drauf, Malte. Schade, dass du gestern nicht da warst. Da kannst du sogar Marco fragen, er hat es auch mitbekommen. Warte, der ist so respektlos zu uns. Und dann ist der Projektleitung. Serverteam. Ah ja, doch, stimmt. Tarkan, wenn du jetzt nochmal so frech bist, dann gibt es den Wagen noch einen Wagen dafür. Dann hast du deinen dritten Wagen verdient. Sag mal, nimm mal bitte den Arm runter. Wir haben jetzt gerade nicht die Gerichtsverhandlung. Es ging jetzt gerade darum, dass Tarkan sich benehmen soll. Vor allem dem Serverteam gegenüber. Unrealistischer sagen soll. Ja. Weil während eines Gerichtsprozesses redet auch nicht die ganze Zeit der Angeklagte, wenn der Staatsanwalt die Strafe vorliest. Vor allem ist mir nicht das Konzept vom Richter. Der Richter hat Macht über dich wie kein Zweiter. Jo. Hi. Ja? Darf ich mal gleich kurz was auf der Augen? Warum? Nee, lass mich mal kurz sagen, was du ihm sagen möchtest, kannst du mir auch sagen. Das kann eigentlich jeder hören.
Ja, okay. Ich hoffe, das ist nicht gekillt. Also, egal. Geht's um den Gerichtsprozess hier gerade oder worum geht's jetzt hier? Nein, es geht was über diese ganze Sache. Tarkan, gehst du bitte wieder an den Tisch, weil du bist angebunden. So, du kannst gleich deine Zeugenaussage machen, ja? Weil das habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Herren Angeklagten. So, Herr Staatsanwalt, fahren Sie bitte nochmal von vorne an. Was? So, also. Ja, so, schön. Ich versuche jetzt von Ihnen letzten Mal hier irgendwas vorzulesen, wegen was die Leute angeklagt haben. Herr Abdallah ist angeklagt wegen Sachbeschädigung am Auto des FBI-Chefs. Schwere Körperverletzung, Verstoß gegen die Verkehrsregeln, Flucht, Bewaffnung eines Polizeigewehrs und Preisgebung von Strafbeeinlassung und Nötigung. Was sich aber im Endeffekt das nicht herausgestellt hat. Okay. Der PP ist angeklagt wegen Beamtenmord in Polizeiuniform, Dings, wie heißt schwere Körperverletzung, was habe ich noch? Preisgebung von Staatsgeheimnissen. Falschaussage, ansonsten glaube ich weiß nicht. Man kann nicht gehen. Flucht, Strafvollzugsanstaltsausbruch. Was einfach? Wann kann ich jetzt gehen? Ja, einen Auftrag gegeben, hat einen Ausbruch. Ja genau, und ein Knast, Gefängnisausbruch, Auftrag. Oh. Obwohl er eigentlich im Gefängnis war, wie auch immer ich mich fragen konnte, wie er das machen konnte. Ja, moin, So, die Herren Angeklagten, Sie sind jetzt erstmal ruhig, weil Sie haben gleich die Chance, Ihre Aussage zu machen. Wenn Sie wollen, können Sie es gerne machen. So. Haben wir irgendwelche Zeugen? Ja, moin. Herr Staatsanwalt. Bitte, Herr Brun. Ob wir irgendwelche Zeugen haben? Für den Mord ja haben wir die Überwachungskameras der Strafvollzugsanstalt. Mhm. Für die Sachbeschädigung am Auto des FBI-Agents von Herr Abdallah haben wir die Überwachungskamera des Autos von FBI-Chef. Körperverletzung war ich selber der Zeuge und auch hier der Kollege hier, der war der, wobei nee, der nicht. Der Vize-Captain war auch da, der hat das auch gesehen. Ah. Verstoß gegen die Verkehrsregeln, der ist am steht jetzt nur von Herr Abdallah. Er ist am Gefängnis nur vorbeigefahren, am LSPD vorbeigefahren, mit überhöhter Geschwindigkeit. Hatte die Ampel nicht aufgegangen, haben wir ihn aufgefordert, stehen zu, also wurde er aufgefordert, vom Motorrad abzusteigen und zu kooperieren, dann ist er geflohen. Und hat halt auch dadurch einen Polizeibefehl missachtet. Und er hat ja den, nicht mal ihn, gesagt, dass er Stoff gar nicht preisgeben möchte. Und dann wurde noch gesagt, was eine Falschaussage war von dem Herr, wie heißt der eigentlich in der Tür wahrscheinlich? Der Luis. Ja, okay. Wie heißt der Nachname? Keine Ahnung. Den Nachnamen sage ich nicht. Ja. Nein, ist mir egal. Also wie wurde angeklagt, habe ich ja schon genannt. Da gibt es auch Zeugen. Morgen natürlich, wie gesagt, die Kameras in der Strafvollzugsanstalt. Ja, zum Glück haben wir sowas. Er ist halt auch im Gefängnis aufgebrochen. Dann wollte er auch Strafgeheimnisse preisgeben. Und er hat eine Falschaussage, während er noch behauptet hat, er wäre beim LSPD, dass der Herr Abdallah ihn angestiftet hätte, mit ihm vor dem FBI-Agenten, wie heißt das, Stress zu schieben. Aufhören jetzt. Okay. Gut. Fehlt sonst noch irgendwas? Nee. Also das Schlimmste von allem finde ich ja von Luis einmal, dass er allerdings, dass er... Also das zählt... Unsere Kollegen, also ich kann sagen, dass...
was die beiden da angestellt haben, das war auf jeden Fall Staatsverrat. Und dafür sitzen sie auf jeden Fall schon mal lange. Bestimmt. Aber wir hören uns erstmal die beiden Angeklagten an, was die zu sagen haben. Wenn was ist, dann werde ich Einspruch erheben. Natürlich. Dann würde ich gerne mal den Herrn Luis nach vorne beten. Achso, einer müsst ihr mal frei machen, bitte. Ich hab wirklich mal. Egal. Hallo, Ihr Name ist Luis, keine Ahnung. Sie leben hier im Staate. Sie wissen, dass Sie angeklagt sind, was der Herr Staatsanwalt gerade gesagt hat. Möchten Sie sich zu dieser Sache äußern? Mhm. Dann legen Sie bitte los. Also, was Sie wissen, wenn Sie die Wahrheit sagen, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, kann man Sie dafür belangen. Und wenn, ja. Und Sie müssen nicht auch sagen, wenn Sie sich damit selbst belasten können. Stimmt alles. Was? Ich sag mal so, Herr Blum. Ja? Und zwar, er möchte anscheinend ja nicht aussagen, damit das heißt ja, dass er sich mit meinen Aussagen identifiziert, oder nicht? Eigentlich schon. Wenn er nichts dagegen zu sagen hat. Na, das ist eigentlich richtig. So, wollen Sie sich da, wollen Sie jetzt aussagen oder wollen Sie Ihre Aussage verweigern, dann können Sie wieder an den Tisch zurück. Ich möchte was sagen. Okay. Ich möchte was sagen. Also, es war so, und damit geht dann von mir aus. Also, es war so, dass, boah, nee, egal, ich kann mich kompliziert haben. Warum? Soll der andere Herr Angeklagte vielleicht aus dem Gerichtssaal raus, dass sie aussagen können? Haben Sie Angst vor dem Herrn oder was? Ja, bitte. Herr Polizist, könnten Sie den Herrn mal bitte nach draußen begleiten, also den anderen Herrn Angeklagten? Der Herr traut sich nicht auszusagen sonst. Herr Polizist? Ja, ich meine jetzt den Herrn. Warum, wie kann er abhauen, wenn er am Tisch gebunden ist? Keine Ahnung. Marco, immer auf. Ja, also, ich bin ein bisschen näher kommen. Mit dem Hochgang. Nein. Vielleicht so Abstand? Ja. Ruhe im Gerichtssaal, bitte in den Orga-Chat gehen, weil ich verstehe ihn nicht. Warte, ja? Ja, ich bin im Gerichtsverfahren, wie du siehst. Wieso? Ja, kannst du da einen Videoclip machen, warum? Wegen Tatsache war auch recht. Ach so, ja.